Und jetzt, Anno Penis. Heute, das, was die da haben, das brauchst du doch auch, mein Kind. Alles für das Kinderwohl. Brauchte man in den 90ern als Minderjähriger von 12, 13 Jahren zum Dazugehören auf dem Schulhof ein Tamagotchi oder Pokémon-Sammelkarten, geht heute nichts mehr unter einem iPhone. Das Phänomen ist also altbekannt, nur die monetäre Dimension, die es angenommen hat, hat sich pervertiert. So fuchteln auch in der Werbung für die Super-RTL-eigene Togo-App grinsende Kinderdarsteller mit den Endgeräten des Herstellers Apple herum und zeigen der konsumierenden Zielgruppe der Pubertätslosen, was sie offenbar braucht, um in den Genuss der ach so coolen Applikation zu kommen und sich fortan dem Kreis der glücklichen Dauergrinser anzuschließen. Dass der Kaufpreis des dafür benötigten Stücks Technologie dann um einiges höher ausfällt als der vom Staat angedachte Teil an Kindergeld, der eigentlich die Grundversorgung des Kleinen sicherstellen soll und eine solch horrende Investition gar nicht vorsieht, interessiert dabei nicht. Das Kind sieht und will und die Eltern müssen handeln. Schließlich ist das Wohlergehen des eigenen Zöglings in Gefahr, sollte er der Einzige sein, der nicht mit dem neuesten Apfeltelefon ausgestattet das Schulgebäude betritt. Am Ende erwartet ihn noch das Schicksal des einsam in der Ecke Stehens, verlassen von den Menschen, die ihm mal die Freundschaft schworen und sich von ihm abwandten, nur weil sein Handy nicht den selbst auferlegten Ansprüchen der Masse genügte. Die übervorsorglichen Erziehungsberechtigten durchbrechen so den Teufelskreis nicht, sondern werden zu der Nahrung, die ihn speist und die Hersteller umso mehr freut. Zu Weihnachten wird überlegt, welchen Laptop der frisch gebackene Fünftklässler unter dem reichlich geschmückten Baum finden wird. Und da einige Videospiele immer noch plattformexklusiv erscheinen, gibt es die dazu passenden Konsolen natürlich stets im Bundle für den schon seit langem im Kinderzimmer stehenden Fernseher im SpongeBob-Design. Für lange Fahrten im Auto hat das Kind ja schon einen Handheld, der sich um den andauernden Wunsch nach Unterhaltung kümmert, den es sonst an die Eltern richten würde. In letzter Konsequenz muss ein solches Verhalten dann in der Schenkung eines eigenen PKWs zum bestandenen Abitur resultieren. Und spätestens hier sollte eins klar werden. Was bei all diesen Schenken verloren geht, ist die Wertschätzung der Kinder Luxusgütern gegenüber. Eben jenen Luxusgütern, die die Werbung gerne als Alltags- oder Jedermannsgegenstände verkaufen will. Doch Werbung ist kein Spiegel, der die Wirklichkeit zeigt und schon gar kein Abbild der Realität, sondern eine Sehnsuchts- und Bedürfnisparade bestehend aus einem Haufen an Konsumgütern, die Befriedigung für etwas versprechen, das sie selbst verursacht haben. Um das zu sehen, bedarf es nur eines Blickes auf die ideale Werbefamilie in ihrem ideal eingerichteten vier Wohnungswänden mit dem ideal angeschlossenen Garten und dem idealen Haustier, das um die idealen Beine streunt. So wohnt doch kein Mensch.